So, dear Mario, please come to the castle. I made a cake for you. Yours truly, Princess Totso Peach. So, mal gucken, wie der 70-Sterne-Wahn heute läuft, ne? Ich habe gerade gemerkt, ich habe noch die Steuerung von Zelda drin. Mist. Ob das jetzt alles trotzdem gut geht. Ich kann die Kamera gar nicht drehen, richtig. Option Controller Plugin, Load, Super Mario 64, okay. Das wäre jetzt doof gewesen. Zum Glück konnte ich den Anfang alles machen, ohne die Kamera so zu drehen. In die Richtung. So, schon mal schon anfangen. Kalt Finger. Ah, ich hasse, wenn das passiert. Okay, dann machen wir jetzt einfach die 100 Münzen. Wenn ich da schon so abrutsche und in die Richtung der Münzen fliege. Oh, schlechtes Timing. Nein, ich hab den Sprung nicht rausgekriegt. Oh Gott. Fehlt mir halt die eine blaue Münze, die bessere ich jetzt hiermit aus. Gott, ey. Ah, ich glaube, ich starte gleich nochmal neu. Richtig miserabler Start. Das ist halt nicht meine Kategorie, ne? Also.
trotzdem ärgerlich, am Anfang schon so viel Zeit zu verschwenden. Wegen so vielen dummen Sprüngen. Mal gucken, wie es nach dem Level aussieht. So viel Missklicks habe ich schon ewig nicht mehr am Anfang gehabt. Schon richtig traurig. Ja, 3-2 passt. Hey, schneller, 3-1 diesmal. PB ist momentan aber 1,16 ungefähr, also mal gucken, ob wir das schaffen. Ist halt noch sehr viel Verbesserungsspielraum in der Kategorie. Wow.
Ah, oh mein Gott, die Zeit, die ich hier verschwende, Bowser Level gerade. Auch noch so unnötig. Aber das ist ja nur dumme Missklicks, die mir hier Zeit gekostet haben. So, ich hole mir einen hier mehr, weil ein Stern im späteren Spielverlauf, den kriege ich im Speedrun nicht mal annähernd hin. Daher so eine kleine Notlösung. Kein Weltrekord aufstellen. Ich hoffe nur noch, ich habe Zeit für meine Verhältnisse machen. Jetzt auch noch eben 5 Sterne ab. Ich fange mit der Rutsche an, sonst bringe ich das ja wieder durcheinander gegen Ende. So wie letztes Mal, wo ich die Rutsche dann doppelt machen. Ne, am Ende sogar dreimal machen musste, wegen dem einen Fehler auch noch. Schade. Ah, passt. Er hat halt ein bisschen Zeit fahren können, wenn ich rückwärts rutscht, ja. Gleich eine fehlen. Nehmen wir hier.
Machen wir nur als kleine Absicherung, nehmen wir die hier noch mit. So, 27 sollte passen, glaube ich. Solange der Ping nämlich nicht wieder von den Münzen wegdrängt, wie letztes Mal. Wir wollen jetzt auf 85 kommen. 86 ist gut. Krieg ich 101 Münzen, nicht wenn ich am Ende 50 Stück sind. Darf nur nicht halt zu viel drüber kommen, weil sonst ist der Stern natürlich auch weiter oben und dann komme ich da nicht gut ran. Oh Gott, der Ping. Oh Gott! Da-da-da! Das Level passt aber auch natürlich perfekt. Schön weihnachtlich mit Schneemännern da. 70 Sterne. Wie lange brauchst du eigentlich dafür dann leider? Mein Rekord ist 1 Stunde 16 Minuten. Oh, dann streamst du ja noch mal hin. Naja. Ich werde vielleicht danach erstmal ein bisschen LOL machen und später mache ich wie gestern. Da habe ich noch Banjo-Kazooie gespielt. Aber nicht als Speedrun, sondern normal. Und da hatte ich auch mal ein paar Zuschauer. Und noch eine kleine Donation. Ich werde wahrscheinlich nicht so lange wach bleiben. Vielleicht noch 2 Stunden. Ich muss morgen nicht. Zu lange bleibe ich heute auch nicht wach, weil ich muss morgen 11 Uhr schon aufrecht stehen, geduscht und alles, weil dann kommt meine Schwester mit ihren Kindern hier vorbei wegen Weihnachten noch. Ich muss morgen 10 Uhr in die Kirche. Oh, du musst in die Kirche, Arma. Muss ich früher, wo ich klein war, auch. Muss ich aber mittlerweile nicht mehr. Bin ich auch ganz froh drüber. Ich hab's gehasst. Ja, es kommt einem schon irgendwie mal wieder wie eine Stunde von einem Lebensdauer. Das kommt einem immer so vor, als wenn der ganze Tag vorbei wäre, obwohl es einfach nur eine Stunde ist. Ja, das sind schon verdammt lange Stunden. Ja, vor allem die Konfirmation früher, das war auch immer so. Ja, da habe ich mich drum. Ich bin nicht konfirmiert. Ja, bringt Geld. Also kann man es natürlich auch sehen. Und du findest ja Sachen heraus, wie zum Beispiel das im evangelischen Gesangsbuch, oh mein Gott, ich krieg den Sprung gar nicht hin, gibt's eine Seite, wenn du nur das letzte Wort in jeder Zeile liest, steht da ja, ja, Gott, tot, haha, heil, Satan. Geheime Botschaft, gefunden. Ist so absichtlich bestimmt. Aber es gibt mehrere solche Sachen, die jetzt aber halt nur durch Zufall sind. Wir hatten auch in irgendwas bei uns in der Kirche, damals in so einem Buch, ich und ein anderer, wir haben immer nicht wirklich mitgemacht. Kennt man ja, ne? Und wir haben dann teilweise solche dummen Sachen entdeckt. Irgendwo stand auch, wenn du nur das erste Wort gelesen hast, tot den Juden. Das war ein Absatz.
Davon je- der hatte drei Zeilen, davon jetzt erst Wort tot in Juden. Das ist voll gemein. Weil man weiß, es ist bestimmt nicht so beabsichtigt, aber es ist lustig, wenn du es dann nicht liest. Da hätte Hitler mitkommen können. In der Bibel steht Tod den Juden. Ja. Also, ich glaube nicht, das war die Bibel, das war irgendwas anderes. Ja, sagst du trotzdem. Das war lustig. Hey Russi, na, wie geht's dir? Frohe Weihnachten! Ich bin heute weihnachtlich, wie du siehst, mein Stream schneit sogar. In-game heute. Ja, okay, ich glaube, ich sollte jetzt meine Zeit nutzen. Allerdings ist Ati nicht da und mit Ati läuft es gerade richtig gut mit Remakeds. Also, ich glaube, er hat jetzt 9 in Folge gewonnen, ich 7. Nice. Ja, ich habe jetzt 3 in Folge verloren. Oder 2, ne, 2. Momentan glaube ich noch. Das dritte kommt erst noch. Ich werde aber mir geht's auch ganz gut, Russi. Halt ein bisschen trocken, weil ich habe mich ein bisschen erkältet, sonst geht's mir gut. Ich glaube, das spiele ich jetzt ein bisschen Overwatch. Ich werde jetzt erstmal hier diesen Run machen, Mario 64. Danach werde ich vielleicht ein bisschen, wie heißt doch gleich, League of Legends spielen, weil mich vorhin einer gefragt hatte, auch wegen Ranked, gucken, wie es läuft. Und später mache ich das von gestern Abend weiter, Banjo-Kazooie. Aber nicht als Speedrun, sondern Casual spielen ein bisschen. Da habe ich gestern so eher noch die Donation von Peter Langton gekriegt, der hat mich auch gefreut. Da habe ich einen zweiten auf den Top 3 Donator Platz. Bei den 10 Euro. Was freut denn dann? So, und jetzt versuche ich aber halt eine passable Zeit hinzukriegen. 5 Lootboxes geschenkt bekommen. Yay! Hä? Sie haben jetzt nochmal zu Weihnachten, hat Blizzard jetzt nochmal 5 Lootboxes von den 5 Lootboxen von den. So, ich dachte gerade in League of Legends. Nee. Ich dachte schon, seit wann verschenkt Riot was? Riot gibt was her umsonst, das kann nicht sein. Es ist ja nicht Lootbox, da ist ja. Wie heißt es da eigentlich? Ich weiß ja nicht, hätte ja sein können, dass du es einfach anders nennst gerade. Weißt du ja nicht, ne? Und ich wünsche dir und deiner Familie auch frohe Weihnachten, Russi. Wo ist mein Geschenk? Wir haben auch Wichteln gemacht, ne? Kennst du ja bestimmt, oder? Wichteln? Ich oder Russi? Hm? Ich oder Russi? Du. Ja. Da kauft man sich ja eben eine Gleichverhalt für 1-2 Euro, packt sie ein, dann wird ausgewürfelt und wer eine 6 würfelt, darf sich irgendwas von dem Stapel nehmen. Es geht nur darum, die letzten beiden, wenn zwei über sind und von einem liegt noch das Geschenk da, dann ist schon klar, wer welches natürlich kriegt, ne? Und ich habe ein Geschenk gekriegt, das lohnt sich wirklich. Wäscheklammern. Eine ganze Packung. Geil, ne? Wow. Kannst ja richtig geil Wäsche aufhängen. Ja. War aber ganz lustig. Das wird wichtig. Oh, Russi, hast du auch recht. Deine Anwesenheit ist Geschenk genug, manchmal. Nein. Ich freue mich immer, wenn Leute da sind. Aber ich dachte, jetzt kriege ich irgendwie sowas wie zum Beispiel, dass du mir fröhliche Weihnacht vorsingst oder so und das auf YouTube hochlädst, damit ich es mir angucken kann in Ruhe. Aber wenn immer wieder was zum Lachen hat. Mhm. So wie Domi, wo er Geburtstag hat und ich ihm Happy Birthday so ganz dumm einfach aus WhatsApp gesprochen habe, wo er sich totgelacht hat vor Freude. Muss ich mal anhören, das riecht. Das ist richtig unterhaltsam geworden. Richtig schön. Ach ja, hat er ja vorgespielt, genau. Das macht genau das, was es soll. Bringt Leute zum Lachen. Oh, Russi. Dann mach mal.
Oh. Das ist aber schade. Dann nächstes Mal, ne? Merken wir uns vor. Baby Erti. Hey Erti. Blizzard hat 5 Winterloot-Boxes jetzt zu Weihnachten verschenkt an jeden. Interessant. Ich speedrun gerade Mario mit 70 Sternen. Wenn du das Ranked annimmst, sag Bescheid, ich bin jetzt nämlich mit. Wow. Jojo. Was hab ich dich mit eingeladen? Ja, hast du. Hast du. Oh. Was willst du mitmachen, Overwatch? Weißt du ja jetzt noch nicht, Russi, ob es das letzte Weihnachten ist oder nicht. Vielleicht geht ja die Welt unter. Oder Weihnachten wird abgeschafft. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Kannst deine Meinung. Blizzard hat was. Hat Boxen in Overwatch verschenkt, Russi. Davon redet er gerade nebenbei. Aber für mich uninteressant, weil ich Overwatch nicht hab. Auf so eine Idee kommt Wyatt natürlich nicht. Nein, Wyatt bringt zu Weihnachten Boxen raus. Aber die teurer sind. Ich muss sagen, wenn man Boxen kaufen will, dann sind diese, die es heute gibt, ziemlich geil, weil du kannst ziemlich coole Skins daraus ziehen. Ja. Dafür sind sie teurer. Ja. Aber ich hab. Ja, sind ganz geil eigentlich. Ja, denke ich mir auch, Lucy. Wen interessiert schon Overwatch? Pfft. Super Mario, ja, Super Mario ist besser. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, nein, Overwatch ist besser, will ich mal sehen, dass Overwatch nach so vielen Jahren, nach 20 Jahren noch immer gespielt wird. So aktiv wie Mario gerade. Bin mal gespannt, wie lange League of Legends noch wirklich gespielt wird. Das kann, League of Legends kann sich scheinbar sehr gut halten, weil es ja jetzt auch als offizieller Sport und so ist. Wie Fußball. Ist in der siebten Season so. Ja, aber wie gesagt, es ist schon offiziell eingetragen, so ähnlich wie Fußball als Sport. Ja, ja. Dadurch kann es sich sehr lange halten. League of Legends wird so lange gespielt werden, bis die Leute kein Geld mehr haben. Ja, und bis dann, Riot dann alles Geld Leute, der Welt hat, dann, ne? Ja, dann hören nicht die Leute auf zu spielen, dann macht Riot einfach das Spiel zu. Und dann sind alle Menschen Sklave von Riot, weil sie Geld brauchen. Oh mein Gott, wir haben den Plan. Wir haben den Plan durchschaut. Bisher läuft der 70 Sterne waren aber relativ flüssig. So größere Parts am Anfang ein bisschen gehabt. Aber sonst läuft. Frag mich, wann jetzt der große Fehler, also das große Problem auftauchen wird, was mir den Mann komplett zerstört. Naja, manchmal sind ja so ein, zwei Minuten beim 70 Sterne, aber nicht unbedingt der Killer. Ja. Vor allem bei meiner Zeit, ich meine, meine beste ist 1,16 jetzt momentan ungefähr. Aha. 1,10 war es eigentlich, aber davon hatte ich kein Video und daher fand ich es doof. Ich habe jetzt in 1,20er erstmal reingetan, habe letztens den 1,16er hingekriegt, aber habe den noch nicht rausgeschnitten. Da steht unten immer noch der 21er. Ich habe auch noch nicht mal ein 18.02 unten eingetragen. Will ich auch noch machen. Ich meine, ich bin immer Platz 40 in meiner Kategorie weltweit, ne? Auf dem Emulator. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ich sage auch extra auf dem Emulator, weil allgemein bin ich irgendwie Platz 130 oder sowas, glaube ich, gewesen. Ich habe gestern auch sehr viele Mollops weggegeben, ne? For free. Ach so, Bonus All habe ich insgesamt 150 rausgehauen. Okay. Aber nur für Leute, die natürlich im Stream waren, wenn das. Hm? Hm.
dann ist erstmal ein Normal Game vielleicht. Ich spiele jetzt erst nochmal ein Game jetzt leider. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck, fuck. Stopp. Aber Ati, das Lustige war, die meisten natürlich, als sie die Ballos bekommen haben, sofort damit alle weggegambelt. Und fast alle sofort alles wieder verloren. Kennt man ja, ne? Oh, ich bekomme was umsonst. Weg damit. Ja, ich hab ja auch gerade wieder 30 vergambelt. Ich hab 118 vergambelt. Ah. Ich spiele das gewonnen. Game jetzt noch zu Ende. Ja, jo, mach ruhig. Hab ich was gewonnen hier? Kriegen wir online. Im Einladen. Bummi, falls er da ist. Yes, ich bin direkt auf den Vater gelandet, dass die Tür aufgeht. Nice. Becky ist übergekommen. Wie lange geht denn dein Game noch? Ich kann ja schon mal mit in die Scheinwinze weggehen, nehme ich mal an. Mackie dürfte eh gleich auftauchen, denke ich mal. Und dann kommt ihre Beleidigung, oder was ist denn hier los? Genau. Ich bin für Beleidigung. Okay, jetzt kann ich dir sagen, es wird noch maximal 7,5 Minuten gehen. Minimal? Minimal, wenn die Gegner gewinnen. Das will ich aber nicht. Wirklich. Warum das denn nicht? Ach, weiß nicht. Verlieren ist irgendwie immer so. Muss immer negativ. So sein, wenn du verlierst, gewinnen andere Leute und sind glücklich. Okay, warte. Macht dich das nicht glücklich? Dann kann ich auch noch das Overwatch starten und meine Kisten looten. Ich hab Gefühl, dieses war eher so ein Nein von Jannis. Lass dich nachdenken. Glücklich für andere, glücklich sind. Wenn sie es verdient haben, dann schon. Aber wenn sie es nicht verdient haben, was sie einfach mal eigentlich nicht haben. Lass mich raten, sie haben es immer nicht verdient, wenn sie gegen dich gewinnen. Okay, ich erwarte 5 Legendaries. Okay, ich meine ihn schon. Was? Aber es ist nur ein Emote. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass jeder von der Saya geschildert wird, den ich angreife. Wir haben eine Saya und 5 andere Leute und wir haben 6 Leute, die diese Leute angreifen. Und natürlich wird immer der geschildert, den ich angreife. Und Legendary. Und ich habe in meinen Kisten eigentlich. Nicht so tolles Zeug gefunden. Auch nur Bullshit. Oh fuck! Wie ist mir hergekommen? Oh. Scheiß Saya. Ich bin bisher ziemlich gut dabei. Ich meine, ich bin bei ungefähr 35 Minuten und bin gerade bei 38, fast 39 Sternen. Sonst bin ich immer weit hinten. Vielleicht kriege ich ja eine Zeit von unter 70 Minuten heute. Okay, die Gegner haben eine Widowmaker. Ja, ich habe noch ein paar Level vor mir. Verteidigen ist ja ganz gut. Oh, fuck, nein. Der Reaper hat ja richtig geile Skins. Ich will kurz mal einen Schluck zu trinken. Jo, mach das. Was? Was zur Hölle hab ich gerade getroffen? Ich glaube, da läuft irgendwas falsch. Ich glaube, ich kann die Wand unserer May angreifen. Das ist irgendwie falsch. Aber was Sachen vom eigenen Team angreifen, ist doch immer gut. Ich werde auch immer noch aufs Friendly Fire in League of Legends. Naja, dafür gibt's einen Dumb Catch. Stell dir vor, richtiges Friendly Fire in LOL. Oh mein Gott, für die Trolls zu nehmen. Ja,
ich bin gestorben wegen dem Scheißbully, der mich da runtergeschubst hat. Zeitverschwendung. Oh. Oh, so ein dämlicher Tod. Dabei hat das Level so gut angefangen. Ich hasse aber die Stelle auch, weil der Gegner einen immer so schubsen muss dort. Hat die es am Essen? Ja, Schokolade. Weihnachtsschokolade? Ja. Oh. Ich hab bestimmt jetzt über eine Minute Zeit verloren, gerade wegen dem Bulli. Ich mag diesen Reaper nicht. Jetzt ist er die ganze Zeit sauber. Ich mag den Bulli nicht. Haben wir alle jemanden, den wir nicht mögen? Ati, wen magst du nicht? Mich, weil ich ihn warten lasse. Okay. Suchen wir eigentlich schon? Nee. Also von mir aus kannst du jetzt suchen, jetzt dauert das Game noch maximal 2,5 Minuten. Denn ich bezweifle, dass wir jetzt so wirklich so weit in die Overtime gehen werden. Da die Ehe immer kürzer wird. Was für der Hanso ist. Eine teilweise, also manchmal ist es echt verdammt lustig, ihm zuzuhören, wenn er Overwatch spielt. Oh, ich hab Pose wieder daneben. Das macht aber okay, das macht aber extrem interessante Soundeffekte dazu. Immerhin, nicht mehr so hart, seitdem ich endlich mit dieser Maze Nummer Offensive durch bin. Das war so. Das wurde da erwartet. Wow. LOL, meine Freundesliste hat mich immer gefragt, ob ich Italienisch bin. Ich habe geschrieben, ich bin Deutsch und der hat mich gelöscht. Drecksdeutschen. Mag er mich nicht, weil ich Deutsch bin? Oder mag er allgemein Leute nicht, die nicht Italienisch sind? Interessante Frage. Unsere Riven heißt Le Baguette. Der wäre bestimmt nicht aus seiner Freundesliste geflogen. Bist du Italiener? Nein. Vor allem nein. Aber warum zu Recht, Russi? Du bist ein Russe, dich würde auch kicken. Er hat einfach geschrieben, wie super Klempner. Ich hab mich bestimmt nicht gelöscht. Ich hätte schreiben müssen, it's me, Mario. Okay, wir sind in der Overtime. Können wir jetzt bitte die Gegner töten? So, warte, ich sag's an. Kataban von unserem Lee incoming. Okay, und wir haben gewonnen. Sag das. Good job, Leute. Weißt du, was bestimmt toll ist? Alles? Der Mackie will den Fresh wegpicken. Ja, ich weiß. Ich hab's schon gesehen. Ah ja, will er sein Fresh als Support benutzen? Ja, will er. Ein Missbrauch von Fresh. Unglaublich. Das ist aber nur ein Missbrauch von Fresh, wenn Janis dabei ist. Ansonsten ist es normal. Ja, ansonsten ist es okay. Ich muss sagen, er hat jetzt doch schon sein Fresh Level 7. Aber? Mir reicht das nicht. Achso, du willst Level 8 Fresh sehen, oder was? Nein, aber das reicht. Jetzt hat er keinen wirklichen Grund mehr. Dass er ihn spielt statt mir. Habe ich das gerade ausgesucht, den Kasten zu zerstören? Ja, Tatsache, wow. Ich bin Z als Cutter. Was soll denn die Scheiße? Seid es beliebt? Ja, aber immer nur, wenn ich Cutter spiele.
Okay. Ist das nicht mein Counter oder sowas, soweit ich weiß? Gegen den Zed kann ich natürlich keinen Jin picken. Schon, aber ich hätte dann keinen Spaß mehr ab einem gewissen Punkt. Und du noch weniger. Ach. Das ist hart. Ah, zu kurz gesprungen. GG. Notfall-Setup. Whoop. Weißt du, ich wollte eigentlich mal Cutter mit Ghost spielen, weil ich das übel geil finde. Ich hab's getestet, so ein bisschen. Aber gegen Exhaust Set brauche ich Exhaust. Ich mute mich erstmal, bis Speedrun vorbei ist, ne? Bis später. Sound muted. So. Ich habe nämlich keine Lust, dass wir jetzt die ganze Zeit über League of Legends nebenbei reden, ne? Kann man ja verstehen. Denke ich mir zumindest, dass man es verstehen kann. Oder Russi? Nein! Ah, oh, dämlich. Come on. How to waste time. Oh, ich hab's auch geschafft. Damit habe ich wieder Zeit reingeholt, gut. Weil sonst nehme ich immer den Fahrstuhl. Ich habe immer noch mehr Sterne als Minuten um sind. Obwohl ich schon bei den Leveln bin, die ich nicht mehr so gut kann, ne? Aber jetzt kommt gleich noch Tortor Mountain und THI, da werde ich auf jeden Fall noch Zeit für. Oh ne, bin ich zu niedrig oder? Ah, nice. Perfekte Höhe. Mist. Ah, ich wollte eigentlich auf den Läufer da springen, aber never mind. Here we go! So. Da geht's weiter. THI. So, erstmal die fünf Löcher. Ein Loch. Zwei Löcher. Ah, schade. Drei Löcher. Vier Löcher. Jetzt geht's da rum zum fünften Loch. Yes! Ich habe den kurzen Weg geschafft. Ich wollte es einfach probieren. War aber knapp. Ah, ist ja egal. Darf ich knapp sein. Solange es funktioniert, darf alles knapp sein. Ah, hat sie nicht getroffen. Ja,
schon. Nein! Oh nein! Oh, das ist das Schlimmste, was mir da passieren kann, wenn ich da runterfalle. Das kostet mich jetzt enorm Zeit, da wieder hochzukommen. Oh, damn. Da vorne komme ich nicht so mehr hoch, jetzt muss ich hier lang gehen, erstmal. Um mir den Schildkrötenpanzer holen, um wieder hochzukommen. Ja, das war richtig unlucky da gerade. Ah ne, da komme ich nicht direkt hoch. Ich mache jetzt gerade einen anderen Stern, damit du es weißt, Russi, weil an den von gerade komme ich jetzt eh nicht mehr so gut ran. Ah, toll, wusste ich nicht, ich kann das Ding nicht auslösen, wenn ich auf dem Panzer stehe. Dann hier runter. Hier rüber und da rein. Da rein. Muss halt gerade umplanen ein bisschen. Das nervt mich gerade richtig. Weil eigentlich einfach, weil ich relativ gut meist hinkriege. Ja, musst ja auch nicht alles verstehen, Russi, ne? Selbst so ärgerlich, ich habe jetzt sehr viel Zeit da verloren. Wegen Dummheit, dass ich da runtergerutscht war. Und diese Sternreihenfolge ist halt mit einer der schnellsten, das ist halt eine gute Route, wo man in einem durchlaufen kann. Da mache ich die Sterne immer. Und lasse manche anderen aus, weil die halt zu lange dauern würden. Das ist ja ein Speedrun, ne? Aber wie gesagt, das sind die, die eigentlich am schnellsten gehen. Oh mein Gott, das war knapp. Ah, 49 bei 49 Minuten. Ne? Würde ich mal sagen. Und jetzt kommt ein Level, das hasse ich. Toy Toy Mountain. Das kostet mich immer sehr viel Zeit. Es gibt da einen Trick, einen Glitch zum Hochbangen und den krieg ich fast nie hin. Ich wünsche dir auch schöne Weihnachtstage, Rufi, und wir sehen uns dann danach, ne? Sobald du wieder Zeit hast. Bis dann! Und lass dich schön beschenken können, hahaha. Oh, was? Ich war doch wieder oben! Oh. Oh Mann, oh. Das Spiel hat mich jetzt, da hat mich das Spiel wirklich getrollt. Ich war nämlich durch. Und wirft es mich einfach wieder raus. Egal, ich gehe einfach so weiter. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich noch hochgesetzt werde, aber im selben Moment hat das Spiel schon gesagt, nee, Mario ist niedrig. Voll gemein. Na, nicht getroffen, aber immer noch auf dem Pilz gelandet, das ist das Wichtigste. Neben dem Pilz wäre ärgerlich. Fünf Stück muss ich hier wegholen. Einen habe ich schon mal. Wieder! Ich komme zu weit, aber ich muss davor nicht. Das weiß ich. Aber ich komme... Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich immer durchkomme schon mal. Das ist schon mal wichtig. Warte. Na doch, nicht, schade. Aber der Winkel war schon mal richtig. Den kriege ich, wenn ich gerade durch, gerade hinlaufe einfach. Dann stimmt der Winkel schon mal.
Warum geht der Wind weg? Oh, ich hasse dieses Level, ne? Ich hasse es wie die Pest. Das zerstört mir jedes Mal die Chance auf einen akzeptablen Run. Meine Verhältnisse. Treffen, 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 treffen. Ja. Eigentlich kann man den auch anders machen mit einer Kiste, aber das kann ich nicht. Und besser dann so machen, als es gar nicht zu machen. Okay, ich versuch's nochmal. Naja. Krieg ich den Winkel nicht nochmal so gut hin. Ich weiß nicht, wo dort der Wind ist und wo nicht, ist das Problem für mich. Ich hab teilweise auch das Gefühl, der Wind will einfach nicht da sein, wenn ich da ankomme. Ah, nice. Bin wieder dran. Das ist halt wichtig, dass ich da so reinkomme. So, jetzt muss ich noch auf die Spitze und dann noch das Ende der Rutsche. Da habe ich das Level auch durch. Na, schade. Dann muss ich wieder hoffen, dass der Wind da ist. Yay! Nehmen wir mal das Ende der Rutsche zuerst. Nice. Haben wir den auch. 54 bei 54 Minuten. Das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Na, Anfang kann man auch nicht mehr sagen, wir waren das ja fast schon durch. Aber ich bin sehr zufrieden gerade mit dem Run, dafür, dass ich halt so gut wie kaum Erfahrung mit 70 Sterne habe. Außer die, die ich jetzt aus ein paar Runs gezogen habe. Oh mein Gott, ich dachte schon, ich fall runter. Ah, wirklich Practice habe ich ja nie gemacht hier dran. Wäre eher für 16 Sterne. Ocarina of Time, Any% auch noch ein bisschen und League of Legends. Das ist ja eher meine Baustelle alles. Damn, 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 damn. Jetzt kommt SL. Hä? Gibt er mir nicht eigentlich noch den Stern? Toad? Hä? Ah nee, den habe ich ja davor schon geholt. Oh, ich bin dämlich. Das war dumm. Ich hab gerade gedacht, mir wird der eine Stern fehlen, aber ich habe den ja erst gesammelt. Sonst nehme ich den immer danach. Dummheitsfehler. In den letzten beiden Runs hier drin, habe ich den immer danach genommen. Ach Gott. Mal Anlauf wieder, um da richtig hochzukommen. Ach, geht doch.
Läuft alles gut. Zeit haben wir auch schon wieder eingeholt. So, erstmal auf den Kopf und dann noch den blauen Bulli da weghauen. Dieses Level spiele ich noch gerne. In 70er waren. Tic-Tac-Clock habe ich überhaupt keine Lust drauf. Jetzt kommt noch Regenbogenraserei. Das mag ich auch nicht so gerne. Geht aber noch. Und dann halt Tic-Tac. Weil ich am Anfang ja die Einstecken sammeln habe, weil ich krieg das hier mit dem aufs Boot klettern meistens nicht hin. Brauche ich hier nur 3 sammeln statt 4, wie man es eigentlich macht bei der Route. Ah, weiter am Zettel, weiter am Block. Ah, ich kam zu niedrig ran. Mal gucken, ob ich noch unter 1,16 komme, weil 1,16 ist mein Rekord momentan. Da merkt man schon allein, dass ich 70 Sterne nicht wenig mache. Weil gut, so gut ist meine Bestzeit nicht hier drin. Geht doch. Immerhin beim zweiten Versuch klappt. Nein! Was tue ich? Oh. Ah, was tue ich da? Gott. Das nenne ich Zeitverschwendung. Ich hätte den Stern jetzt gehabt. Ich springe unter ihm durch und fall runter. Und ich bin sogar gut durchgekommen bei dem Stern für meine Verhältnisse.
ja, halbe Minute oder sowas draufgekriegt, auf keine Ahnung. Ah, ärgerlich. So, jetzt noch die roten Münzen. Ich warte da aber auf eine leichte Art. Eigentlich kann man ja zwischen den Platten springen, um hochzukommen, ich mach's hier. Weil, wie gesagt, ich will ja keinen Weltrekord aufstellen, also pfft, was soll der Geiz. Oh Gott! Das Ding fliegt random rum! Und trifft mich dann auch noch. Random Movement. Random Movement OP. Ah, mein Gott. Das ärgert mich. Richtig ärgerlich. Extra, ich war noch einen Schritt zurückgegangen, damit das nicht normal passieren kann, damit es unmöglich ist. Ah, daneben, schade. Ja. 63 Sterne haben wir schon mal. Jetzt gibt's noch den einfach Toad. Wir bei 64 und dann TTC. Ich hasse TTC. Im Speeder. Im Normalen finde ich sie nicht schlecht. Das ist eine geile Idee mit dem Uhrwerk und allem. Am Speedrun, das ist so ärgerlich dort alles. Ich mache es auch auf eine sehr leichte Variante. Ich gehe einfach immer rein, wenn auf 12 steht, weil dann die Uhr stehen bleibt von innen. Davor die einfachste Variante hier durchzukommen. Variante für TTC. Ich hasse den Sprung dort rüber. Der macht mir. Ich krieg mal so einen Herzklopfen dabei, weil ich immer Schiss habe, vielleicht daneben hüpfe. Weil ich den ja nicht wirklich geübt habe und. Ja. Die zwei, drei Mal, wenn ich den 70er mache, ist das dann immer ziemlich Spannung, ob ich den Sprung hinkriege. Einziges, weil ich von Süßiger weiß, ist, wo ich die Sterne finde. Aber teilweise weiß ich auch nicht mal, wie ich die am besten einsammeln sollte, als Speedrunner. Ihr könnt mir einen Guide angucken, ich weiß, oder sowas, aber habe ich keine wirklich Lust, weil es ja eine Kategorie ist, die ich nur so nebenbei auch Spaß mache. 16 ist ja meine Hauptkategorie mit 18 Minuten momentan. 18,2, um genau zu sein. Ah, nicht drauf gekommen. Jetzt aber. Nice. 68, zwei Stück noch. Einmal ganz nach oben klettern und dann nochmal in meinem Käfig fast ganz oben. Gucken, wie gut ich durchkomme noch. Ach, komm schon, Mario.
hasse es hier hochzugehen mit der Kamera mal. So, ein Stern noch. Da Bowser Level und Bowser killen. Jetzt müssen wir ganz nach oben klettern. Zu einem Womp. Ich bin immer sehr unsicher in diesem Level, beim Fortbewegen und allem. Und der Sprung jetzt hier, den mag ich überhaupt nicht machen. Ich weiß, das ist jetzt nicht besonders schwer oder so, aber ich kriege jedes Mal einen Schock, wenn ich den machen muss. So einen leichten. Ach komm schon. Doch. Nein! Oh Gott! Davon aus geht's auch, okay. Das ist jetzt ärgerlich, ich war kurz vor dem Stern schon. Da will ich ja komplett runterfallen. Ah, zweiten Versuch immerhin. Sterne haben schon mal jetzt immerhin. Sieht aber gut nach einer PB aus, solange jetzt nicht zu viel schief geht. Habe ich noch was zu Bibi. Oh. Oh, ärgerlich. Wieder Zeit verschwendet. Durch eine Dummheit. Weil das ist eigentlich ein leichter Sprung. Der ist nicht besonders schwer da. Nur das Problem, wenn man nicht weit genug an den Rand geht. Aber es ist nicht mal pixelgenau oder sowas. Aber man hat da schon einiges an Fläche zum Ausnutzen. Der ist wiederum um einige schwerer, die ich gerade gemacht habe. Großer Kampf. Schon mit dem Schnee davor. Ah, gut eingelaufen. Boing. Einmal. Zweimal. Er ist das schwerste von allen, weil der meistens in der Weitwurf endet. Und dreimal. New PB, easy, GG.
Okay, 1:12:30. Das ist gut. Bin ich mit zufrieden. Yahoo!